Der DMSB Shortcut Cup, Rennen 1 an diesem Tag. Auf der Pole Position, da haben wir Nico Gruber und neben ihm seinen Landsmann David Detmers. David Detmers in Cap mit voller Punktzahl und dementsprechend weit vorne in der Gesamtwertung auf Platz 2 notiert. Julian Müller ist auf der dritten Position und neben ihm Lukas Speck. Lukas Speck ist der Führende in der Gesamtwertung, also ja ganz stark unterwegs und auch hier gut weit vorne positioniert. Luca Camali auf der fünften Position und neben ihm haben wir Alessio Curto. Alessio Curto konnte auch schon ein Rennen gewinnen, und zwar das erste Rennen in Wackersdorf Teil 1. Kai van Berno, Reihe 4, und Steffen Stumpf mit den Startnummern 314 und 353. Tobias Mehler, er hat die Startnummer 329, der deutsche Pilot, geht von Position 9 aus ins Rennen, und Marc Potmann, der Niederländer, komplettiert die Top 10. Marvin Langenbacher und Jérôme Boos in der sechsten Reihe. Und Jérôme Boos, er ist in der Gesamtwertung auf Platz 3. Also er hat ein bisschen was zu tun in diesem Rennen, muss und will nach vorne kommen. Luca Fischer, er ist in der siebten Startreihe auf Position 13. Und neben ihm, da haben wir Moritz Horn. Das ist der eigentliche Polesetter. Moritz Horn ist aber dann in den Heats ausgeschieden, in einem Heat, und dementsprechend muss er von hinten aus ins Rennen gehen. Sehr schade. Moritz Horn ist immer sehr, sehr stark unterwegs, aber irgendwas passiert dem armen Kerl immer auf seinem Weg. Dementsprechend geht er nur von Position 14 aus ins Rennen. Dennis Kramp und Christian Hechel in der achten Startreihe. Dahinter haben wir Rick Hartmann und Seppi Sedelmeier. Reihe 10, Adrian Graf und Tim Schröner, zwei deutsche Fahrer. Graf mit der 321, Tim Schröder mit der 327. Reihe 11, da haben wir Noah Steigerwald, und neben Steigerwald haben wir Fabio Wagner positioniert. Reihe 12, da ist dann Andreas Dresen zusammen mit Valentin Wiesener. Dresen mit der 317, 331, das ist Valentin Wiesener. Kevin Mellem, Patrick Bayerlein, Felix Arndt, Franz Lehner, Nico Herpich, Axel Ausländer, Fabrice Christian Bröker und Tobias Markgraf. Sechs Rennen, fünf unterschiedliche Sieger hier beim DMSB Schalke Cup. Das zeigt die Ausgeglichenheit dieses letzten Jahr initiierten oder gegründeten Cups des DMSB. Also Jahr 2, zweite Edition also von diesem Cup. Und ein wichtiger Hinweis, die ersten fünf, die dürfen nicht wieder im DSKC starten. Die sind also quasi gesperrt. Es gibt keine Titelverteidigung. Also sie müssen aufsteigen in die nächsthöhere Klasse. Und das wäre natürlich dann die DSKM. Dass das gut funktionieren kann, beweist unter anderem Max Tübben derzeit in der DSKM mit Top-10-Ergebnissen. Also er hat den Weg ganz gut aufgezeigt. Der DMSB Schalke Cup hat sich durchgesetzt. Punkt, Ende, aus. Es wurde am Anfang geunkt. Oh, zweite Liga. Ganz im Gegenteil. Klasse Veranstaltung, tolle Rennen, und wir sehen zwei Österreicher in der ersten Startreihe. Wir werden ein Rennen sehen, was mit einem stehenden Start beginnt. Zwei Österreicher in der ersten Startreihe, die 332 Nico Gruber und die 340 David Detmers. Gruber sechster Gesamtwertung, Detmers zweiter. Hinter Nico Gruber, da ist Julian Müller. Das sind die möglichen Sieger hier des Starts. Stehender Start. Los geht's. Gruber gegen Detmers. Und Detmers gewinnt den Start. David Detmers gewinnt den Start. Ganz souverän sogar. Also ganz deutlich. Der Mann mit der 340 erst vorne. Da gab es einen kleinen Rempler. Aber grundsätzlich kommen sie alle durch.
Also wie gesagt, Detmers gewinnt den Start mit der 340, die 332. Nico Gruber ist da A, nicht so gut weggekommen. Und B, hat er sich auch nicht wirklich so in die erste Kurve reingeworfen. Also der ist erstmal zufrieden mit seiner zweiten Position. Hier sehen wir die beiden, die 340, das ist Detmers, die 332, das ist Nico Gruber. Jetzt achten wir mal auf den großen Pulk, da gibt es gleich den Kontakt. Ja, die 353 steigt da hoch. Steffen Stumpf ist das und jetzt können wir parallel mal eben aufs Tableau gucken. Das sieht so aus, als ob der Steffen und auch Luca Kamali, dass die beiden nicht mehr dabei sind. So ist es. Luca Kamali und Steffen Stumpf sind raus und so wie wir es hier gesehen auf unserem Tableau, auch der dritte der Gesamtwertung, Jérôme Boos, musste sein Kart abstellen. Das erstmal die Fakten. Julian Müller hier im Angriffsmodus gegen Nico Gruber. Julian Müller jetzt auf 2 nach vorne gekommen. Nico Gruber fällt dementsprechend auf die dritte Position zurück. Und das ist der nächste Ausfall zu verzeichnen. Das also die drei Führenden. Und David Detmers dominiert das. Speck kämpft da um die Position. Haben wir gerade eben gesehen, wie er dann doch sich reinwerfen muss. Vierter Platz, das ist übrigens Tobias Mähler mit der 329. Und dahinter auf der vierten Position, das ist Lukas Speck. Der Führende der Gesamtwertung. Sieben Fahrer haben wir jetzt so an der Spitze, würde ich mal sagen. Das sind diese, die jetzt alle im Bild sind. Diese sieben Fahrer, da sind auch alle Top-Fahrer dabei, die in der Gesamtwertung vorne stehen. Es kann also sehr, sehr spannend werden, auch im Kampf um den Titel. Vorne noch Detmers, Julian Müller auf 2, Nico Gruber auf der dritten Position. Vierter Platz für Tobias Mähler, 5 Kai van Berlo, 6 Alessio Curto und 7 jetzt Lukas Speck, der ist zurückgefallen. Lukas Speck, ich wiederhole es nochmal, der Führende der Gesamtwertung. Da wird ein bisschen was gerichtet. Uiuiui. Der baut die ganze Strecke ab, um seinen Kater wieder zu finden. Also der muss ja schon ganz ordentlich abgeflogen sein. Und er versucht irgendwie wieder auf die Strecke zu kommen. Was ist los mit den Jungs? Also wir sehen überall an der Strecke Leute rumrennen, Karts einsammeln. Also vielleicht ein bisschen übermotiviert. Aber da sehen wir den Einschlag. Nein, er hat auch aufgegeben. Er hat auch aufgegeben, der da versuchte, zurück auf die Strecke zu kommen und sein Kart wieder irgendwie hinzuschieben. Julian Müller führt. Er also jetzt auf dem ersten Platz. Und hier sehen wir nochmal die Situation. Da gibt es die Kollision. Und, oh ja. Schön eingeschlagen. Julian Müller hat sich jetzt auf den ersten Platz gesetzt. Zweiter Platz, David Detmers. Tobias Mähler auf 3, Nico Gruber auf 4. Genau, machen wir mal den Gesamtstand. Müller vor Detmers, Mähler auf 3, Gruber auf 4, Kai van Berlo ist 5. Alessio Curto auf 6 und Lukas Speck auf 7. Das sind die ersten 7, das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Dann rund 2 Sekunden dahinter Hechel und der hat dann rund 1,5 Sekunden wieder Vorsprung vor der 9. Position vor Kramp. 10. Potmann, 11. Hartmann, 12. Siedelmeier. Das ist die Top 12. Auf die ersten 7, auf die wollen wir uns jetzt ein wenig konzentrieren. Die weiteren Positionen sehen wir jetzt hier eingeblendet. Das sind hier die ersten 7. Wir sind überrascht, dass Lukas Speck abreißen lassen muss. Das haben wir so auch nicht erwartet. Und Julian Müller, den hatten wir noch gar nicht so richtig auf dem Zettel. Natürlich, das ist ein klasse Kartfahrer, wollen wir gar nicht diskutieren. Aber dass er doch sich hier so lange an die Spitze setzt, überrascht. Wir hatten also von unserer Seite aus Gruber auf dem Zettel.
Nico Gruber. Er ist aber jetzt erstmal auf Platz 4 zurückgefallen. 325 vorne, das ist Julian Müller. David Detmers hat die 340, ist auf der zweiten Position. Tobias Mehler hat die 329 auf 3 und Nico Gruber mit der 332 auf 4. Das sind hier die ersten vier. Dann haben wir Kai van Berle und Alessio Corto. Und ganz hinten, das ist dementsprechend überraschend, das ist Lukas Speck. Er ist auf Position 7. Mittlerweile hat dann Lukas Speck 2,6 Sekunden Vorsprung vor dem 8-Platzierten, vor Christian Hechel. Also da ist schon das Feld ganz schön auseinander. Julian Müller, David Detmers, Tobias Melo und Nico Gruber. Hier haben wir sie schön aufgereiht, schöne Bilder. Gestern war es unglaublich brütend heiß hier und heute ist es doch halbwegs angenehm. Deswegen perfekte Bedingungen, Kart zu fahren. Das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Perfekte Bedingungen, Kart zu fahren. Und vielleicht perfekte Bedingungen für Nico Gruber, wieder zurück auf die dritte Position zu kommen. Er macht schon mal Druck bei Tobias Mehler. Hat auch gerade eben angeklopft. Die Möglichkeit gäbe es auf jeden Fall. Übrigens ein Rennen über 21 Runden. Also langes Rennen, anstrengendes Rennen für unsere Schaltkartfahrer. Hier haben wir, das ist er, die 310. Das ist Lukas Speck. Also anstrengendes Rennen für unsere Schaltkartfahrer. Ihr müsst ihre Kräfte gut einteilen. Wir sind erst in der 9. von 21 Runden. Also da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und es wird ein Kraftakt werden für Julian Müller, da vorne das Ding zu Ende zu fahren. Außer er setzt sich jetzt mal richtig ab. Sein Vorsprung, ich würde jetzt mal sagen, 4 Zehntel, 5 Zehntel, halbe Sekunde. Dahinter dann David Detmers. Er hält genau immer den Abstand, ist nicht zu nah dran, dass er attackieren muss, sondern immer ein bisschen weg. Also das ist so ausgelegt, dass er erstmal schaut, sich den Gegner ausschaut und wartet. Hier also die führenden 7 hier gerade eben durchs Bild. Und hinten dran Lukas Speck, das sind doch jetzt schon 1,4 Sekunden für Lukas Speck. Hier der Unterschied zwischen der 324, zwischen Alessio Corto und Lukas Speck hier auf der 7. Position. Also er muss aufpassen, dass es nicht ganz abreißt gleich. Und auch Alessio Corto, der 6., der muss schon alles geben. Alles geben, um da dran zu bleiben. Julian Müller, David Detmers, Tobias Mehler, Nico Gruber, Kai van Berle, Alessio Corto und da hinten, das ist Lukas Speck. Hier haben wir jetzt einen Angriff. Kai van Berle mit der 314 geht vorbei an Nico Gruber. Kai van Berle nach vorne auf 4, Nico Gruber zurück auf die 5. Position und da kommt jetzt Alessio Corto. Alessio Corto im Angriffsmodus auf jeden Fall gegen Nico Gruber. Mehr sagt er jetzt noch nicht. Aber kein Angriff jetzt von Alessio Corto zum jetzigen Zeitpunkt. Aber Nico Gruber, der wird jetzt weiter durchgereicht. Von 1 gestartet, ist jetzt auf Position 5. Und Alessio Corto ist jetzt nicht unfassbar weit weg. Ich glaube, es sah schon gerade aus, ob er das Manöver setzen kann. Nee, noch nicht. Wir schauen uns den Stand nach Abschluss der 11. Runde einmal an. Julian Müller, er führt rund eine halbe Sekunde vor David Detmers. Dann Tobias Mehler und Kai van Berle. Nico Gruber ist 5. und Alessio Corto ist 6. Die sind natürlich eng beieinander. Wir sehen es auf der Strecke. Wir sehen es natürlich auch anhand der Zeiten. Dann Lukas Speck ein bisschen zurück und das ist das, was ich meine. Dann ist Hechel, der 8-Platzierte, doch über 4 Sekunden hinter Speck. Und Hechel wiederum hat fast 2,5 Sekunden Vorsprung vor Kramp. Also da zieht sich das Feld jetzt komplett auseinander. Wir haben vorne 6, 7 Fahrer mit Lukas Speck, die die Pace gehen können, die hier ums Championat kämpfen können. Und dahinter haben wir das Hauptfeld, die hier wichtige Punkte sammeln, aber nicht mehr um den Sieg mitfahren werden. Also die ersten 7
ganz stark unterwegs. Und das sind Namen nicht Julian Müller, David Detmers, Tubelmeda, Kai van Berlo, Nico Gruber, Alessio Curto und Lukas Speck. Jetzt wollen wir eben mal schauen. Lukas Speck, Alessio Curto und Nico Gruber. Nein, die Positionen sind unverändert. Alessio Curto könnte theoretisch angreifen. Macht aber nicht. Und so hält Nico Gruber die sechste Position. Wir haben ja immer unsere Jen Wade im Bereich der Waage oder des Parc Fermés. Und sie stellt Fragen an unsere Fahrer. Also das ist natürlich ganz interessant. Warum denn dieser Einbruch bei Nico Gruber? Also wir hatten ihn ganz, ganz oben auf dem Zettel als einer der Favoriten. Insbesondere da er auch so stark beim unserem ersten Gastspiel hier war, bei Wackersdorf 1. Und jetzt fällt er doch Runde um Runde zurück und muss aufpassen, dass er nicht gleich Sechster ist. Alessio Curto dahinter auch stark unterwegs. Lukas Speck, das sei kurz angemerkt, ist hier jetzt im Rennen noch. Jetzt haben wir gerade gesehen, wunderbar, immer noch Siebter und hat immer noch einen komfortablen Vorsprung. Riesengroß vor Christian Hechel. Ja, die sind wirklich eng beieinander. Schnellste Runde bisher kam von Tobias Mehler, eine 46.861. Also fürs Rennen eine sehr ordentliche Zeit. Keine Überholmanöver. Jetzt haben wir, wo wir es gerade sagen, gibt es eine neue schnellste Runde hier gefahren in Runde 15. Eine 46.801 oder 81, 808, 81. Kai van Berlo vom CRG Kaiser Racing Team, Startnummer 314. Er der schnellste im Feld. Und wir haben ihn in der Gesamtwertung weit hinten auf Position 14 notiert, aber wir haben ihn jetzt gerade auf der Strecke auf P4. Auf der linken Seite im Livestream könnt ihr die einzelnen Positionen sehen. Wir sehen hier die ersten 20 Positionen sind aufgeführt. Und so haben wir Müller, Detmers, Mehler, van Berlo, Gruber, Curto und Speck. Das sind unsere ersten sieben, die wir ein bisschen... Naja, vielleicht müssen wir uns auch korrigieren. Bald sind es nur noch die ersten sechs, denn Lukas Speck muss doch deutlich abreißen lassen. Jetzt bald 2 Sekunden sein Rückstand, 1,914 Sekunden sein Rückstand auf Alessio Curto. Das kann man nicht mal so eben wieder aufholen. Und wir sind ja auch schon in der 17 von 21 Runden. Lukas Speck dann rund 6,5 Sekunden Vorsprung vor Christian Hechel auf der 8. Position. Wie gesagt, da zieht sich das Feld auseinander. Und vorne, jetzt reduzieren wir es jetzt mal auf 6. Vorne 6 Fahrer, die dann doch eher eng beieinander liegen. Julian Müller rund 1 Sekunde vor David Detmers. Also da hat der Julian Müller auch Ruhe reingebracht. Detmers dann rund 1/2 Sekunde vor Tobias Mehler. Dann Kai van Berlo auf der 4. Position direkt hinter Tobias Mehler. Also die sind eng beieinander. Dann 1/2 Sekunde und Gruber und Alessio Curto. Da haben wir. Ja, Alessio Curto, gibt es keinen Angriff. Wir sind da eigentlich gerade eben schon davon ausgegangen, dass Alessio Curto die Chance nutzt. Moritz Horn ist ja ausgeschieden, Jérôme Bos ist ausgeschieden. Das wäre eigentlich die Chance für Alessio Curto, auch in der Gesamtwertung nach vorne zu kommen. Hier jetzt Julian Müller mit der 325, der Mach 1 Motorsportpilot. Den hatten wir gerade eben im Interview und er fährt hier auf der ersten Position. Das bedeutet auch in der Gesamtwertung für ihn wichtige, wichtige Punkte. Also das wird ganz spannend zu sehen, wenn wir nachher das mal durchrechnen, wer auf welcher Position dann nach dem Rennen ist. David Detmers ist für das MSR Motorsport Team unterwegs. Er ist der Mann der Stunde zurzeit. Er wird mit diesem Ergebnis, oder wenn er gewinnen würde dieses Rennen, dann würde er die Gesamtführung übernehmen. Aber wie gesagt, Julian Müller ist ja auf 1, aber es wird David Detmers zweiten Platz nicht schaden, wenn er hier auf die zweite Position kommt. Kai van Berlo, immer stärker, ist jetzt auch vorbeigegangen an Tobias Mähler.
da haben wir hier diesen Viererpack. Da sind die vier. Und der wird jetzt nicht mehr angeführt von Tobias Mähler, sondern von Kai van Berlo. Ritterplatz für ihn. Den Piloten vom CRG Kaiser Racing Team. Er hat die Startnummer 314. In der Gesamtwertung, da ist er nur auf der 14. Position. Aber hier zeigt er wirklich sein ganzes Können. Fantastische Performance von Kai van Berlo. Julian Müller und David Detmers. Wollen wir da noch irgendwas reinreden, dass da was passiert? Nein, ich denke aber nicht. So, ja, es bleibt gleich. Das sieht man. Letzte Runde. Es bleibt gleich beieinander. Julian Müller vor David Detmers, Kai van Berlo, Alessio Curto auf 4, Tobias Müller auf 5, Gruber auf 6, Speck auf 7. Gute Nachrichten also für alle Fans von Alessio Curto. Er war ja lange Zeit auf der 6. Position hinter Nico Gruber und hinter Tobias Mähler. Das hat sich geändert. Er ist also nach vorne gekommen. Jetzt auf der 4. Position Alessio Curto. Wichtige Punkte für ihn. Also er ist ein ganz fleißiger Punktesammler. Und mit seinem Sieg bei Wackersdorf 1 hat er natürlich auch gezeigt, dass er hier ganz gut unterwegs ist. Schwarz-weiß karierte Flagge und Jubel für die Startnummer 325. Jubel für Julian Müller oder von Julian Müller für das Mach 1 Motorsportteam. Er gewinnt vor David Detmers und Kai van Berlo. Kai van Berlo am Ende mit der schnellsten Runde. Curto auf 4 und Nico Gruber auf 5. Wir melden uns gleich zurück mit dem Gesamtergebnis und der Siegerehrung. Also es gibt jetzt direkt die Siegerehrung und im Anschluss daran gibt es DKM. Und dann geht's zur Sache. Dann geht's los. Spannende Rennen der DKM gleich. Das war hier ein entspanntes Rennen des DMSB Schalkart Cup. Einige Positionswechsel, einige Überraschungen. Der führende Gesamtwertung Lukas Speck auf 7. Aber wir haben einen neuen alten Dominator. Das ist der Auftaktsieger Julian Müller. Ist back on the track, back in business. Also wir rechnen gleich zusammen und dann melden wir uns mit dem Ergebnis und dann mit der Siegerehrung zurück. Bis gleich. Julian Müller gewinnt. Wir machen eins Motorsport. 1,5 Sekunden vor David Detmers für MSR. Kai van Berlo dahinter auf 3 fürs Kaiser Racing Team. Alessio Curto auf 4. Er kommt gut nach vorne, sammelt viele wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Nico Gruber am Ende auf Rang 5. Tobias Mähler für den Kartjob-Anfänger auf 6. Lukas Speck auf 7. Das waren die ersten 7, die wir oft so angesprochen haben. Und dann sehen wir doch schon 8 Sekunden Lücke, bis Christian Hechel vom Kartjob anfing, Marc Brückmann auf 9, Rick Hartmann auf 10, Dennis Kramp 11, Valentin Wiesner 12, Sedelmeier auf 13, Lena Meierlein Graf, Andreas Gresen ist 17, Kevin Mellem auf 18, Nico Herpig 19 und Felix Arndt auf 20. Leider dann doch einige Fahrer ausgestiegen, so zum Beispiel Fabio Wagner, so zum Beispiel Moritz Horn, so zum Beispiel Stefan Stumpf, Luca Kamali, Jérôme Boos und Luca Fischer. Wir melden uns gleich von der Siegerehrung. Unsere Sieger beim DMSB Schalkart Cup: Tobias Mähler, Alessio Curto, Kai van Berlo, David Detmers und Julian Müller. Julian, now, you were feeling really confident, weren't you? Yeah, I told you, with the lower temperature, it's going to be good, I think. Of course, it was a great race. You looked like you were not going to be beaten. Of course, you did it unchallenged for most of the race. Great start. So, yeah, maybe you tell us a little bit about what you're thinking then. A long race. Yeah, it's a really long race, especially when you're in the front. Actually, I was a little bit surprised that it goes so well in the first few laps, because normally we struggle a little bit in the first few laps.
But yeah, I could manage to overtake both guys in front of me. And yeah, then I think I had quite a good gap. But I saw, or I felt that there's a little hole in the tire, so I have to look for it. I don't know why it's especially here, but the tires get really stressed here, so I have to see for the next one. Of course, that's going to always be the case, even if you're racing Formula One. I think you have to watch the tires. However, for the championship, coming in, now David was second, and of course he was only 5 points ahead of you. You were third in the championship. Now it's going to be really close. Yeah. To finish first, you have to finish first. Huh? I have three DNF now. And yeah, hopefully there were the three last. So hopefully I keep the chance alive. And yeah, see you in Lonato. We'll see you in Lonato, but we're going to see you in the second race today. Yeah, of course. Try to do the same again. Huh? Well done to the team. Thank you very much. Thank you. Championship. Coming in. Now, David was second. And